Welcome to Crailsheim. Mit 35.000 Einwohnern der kleinste Standort in der Easy Credit Basketball Bundesliga. Der letztjährige Top-4-Teilnehmer hat allerdings einiges an History zu bieten. 1986 entstanden aus einer Schul-AG, ist der Basketball heute nicht mehr wegzudenken aus Crailsheim. Wir gucken für euch hinter die Kulissen bei den Hako Merlins Crailsheim. Wir haben Martin Romig hier bei uns, Chef, Boss, GM der Hako Merlins Crailsheim. Und zum Start ganz einfach die Frage, Basketball, was bedeutet das für dich? Das ist mein Leben. Also im Prinzip wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, den Impuls bekommen in der Schule. Mhm. Ja, diesen Impuls haben wir bis von der Sport AG bis in die erste Bundesliga mit hochgenommen. Mhm. Also die Liebe zum Spiel ist nie verflogen. Also das, was so schön der Werbeslogan ist, in der heutigen Zeit, das war tatsächlich bei uns real. Basketball und Crailsheim gehört jetzt schon eine Weile zusammen. Was bedeutet es für die Stadt Crailsheim? Was wir versucht haben zu vermitteln, war einfach love to the game, love for the game. Also das hat uns immer nach vorne getrieben und das ist immer noch Teil dessen, was wir jeden Tag tun. Und das ist immer ganz gut, wenn man das nicht vergisst. Für was stehen die Merlins, für was steht der Verein, was sind die Werte? Ganz klar, Zusammenhalt, Liebe, auch Geborgenheit. Ja, also es ist ein Stück Tradition mittlerweile, hoffe ich, geworden, zumindest in einigen Generationen, die noch leben, also die mit uns aufgewachsen sind. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile in der dritten Generation langsam angekommen. Also das ist das, was Merlins ausmacht. Jugendarbeit, dass wir die Kids in die Halle bekommen, dass wir sie genauso begeistern, wie wir uns auch begeistern lassen früher. Nichtsdestotrotz, der Standortcheck war lange geplant. Jetzt sind einige Dinge in den letzten 24 Stunden passiert. Head Coach Sebastian Gleim wurde beurlaubt. Wie geht man als Bosschef, GM mit so einer Situation um und wie managst du allgemein vielleicht auch Krisensituationen? Also auf so eine Situation ist man nie eingestellt, also zumindest ich nicht. Ja. So häufig kommt es auch nicht vor, dass wir so eine tiefgreifende Entscheidung dann vornehmen müssen, wollen, was verändern wollen. Wofür mir vielleicht bekannt sind, ist, dass diese Entscheidungen nicht dann erfolgen, wenn die Öffentlichkeit es erwartet, sondern wenn wir sagen, ey, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Wir müssen da was tun und das sind keine schönen Stunden, auch nicht für mich, weil natürlich hat man ein Verhältnis. Das sind dann schon deutliche Störungen. So ein Patentrezept gibt es nicht, weil das ist ja nicht an der Tagesordnung, dass ich Leute einstelle oder entlasse oder von ihren Aufgaben entbinde. Also das ist wirklich von der Seite her betrachtet einer der Vereine, die da am wenigsten Staub aufwirken. Sehr interessant für uns natürlich, in den Club zu kommen, zu so einem Zeitpunkt. Ich merke schon, dieses Hako Merlins Crailsheim-Ding ist ein familiäres Ding, deshalb gehe ich davon auch aus, vieles bleibt hinter der Kulisse. Morgen ist der Assistant Coach, rückt in die Head Coach-Position. Und gibt es ansonsten schon weitere Planungen oder geht man jetzt erstmal in diesem Konstrukt weiter voran? Also wir werden bis auf Weiteres in der Konstruktion, wie wir sie jetzt gerade vorfinden, weiterarbeiten. Nicola musste schon mal in einer gewissen Phase einspringen, krankheitsbedingt. Und wir haben gute Leute im Portfolio hier im Verein. Und da haben wir auch das notwendige Vertrauen. Okay, dann führt uns der Martin jetzt mal durch das Trainingszentrum der Hako Merlins Crailsheim. So, unser Jugendtrainerbüro hier. Mal kurz reingucken. Letzter Keks. Mal gucken. Morgen. Noch frisch? Frisch. Good. Besser wie die gestern bei mir zu Hause waren. Alles no offense. Du.
Also das ist der Arbeitsraum hier für unser Trainerstaff von der Profimannschaft. Gleichzeitig Videoraum, Videoanalyse, Besprechungsraum, Arbeit, also da, wo man sich aufhält, ja, wenn man nicht in der Halle ist und was hier was zu tun hat. Das ist unser Backoffice, aktuell 9 Arbeitsplätze. Wurde neu eingerichtet jetzt im Sommer. Ja. Also alles ergonomisch. Höhenverstellbare Tische. Sehr mitarbeiterfreundlich, auch was die Lärmdämmung, Akustik anbelangt. Stimmt, haben wir viel investiert hier drin. Kleinere Tische, aber wie gesagt, es sieht nach Arbeit aus. Steht Arbeit drauf, ist Arbeit drin? Auf jeden Fall. Aha. Ja. So, erste Frage wie immer bei uns. Parkett oder Streetballer für dich? Schwer. Ich bin mit Streetball aufgewachsen. Aber dann würde ich doch schon Parkett sagen. Streetball ist geil, wenn du jung bist, aber irgendwann mal, wenn du im Profibereich bist, ist es einfach zu gefährlich. Boggy, du warst schon an einigen Standorten unterwegs in der Basketball-Bundesliga. Jetzt bist du gefühlt ein bisschen sesshaft hier in Crailsheim geworden. Ist es das Alter? Lass es mich wissen. Ich bin 29, bin nicht 39. Also ja, du machst mich älter als ich bin. Nein, Spaß beiseite. es ist einfach, die Chance war da, es hat sich geöffnet sozusagen. Ich hatte ja schon mal ein paar längere Verträge, längerfristige. Mhm. München 3 Jahre, Tübingen 3 Jahre, auch Berlin. Aber hier jetzt so lang zu bleiben, ist schon was Geiles, weil einfach alles zusammenpasst. Das habe ich schon oft gesagt und für uns gab es da keinen Grund, irgendwie lang zu überlegen. Wir haben oft darüber gesprochen und haben uns hingesetzt und haben uns so ein bisschen die Vision erarbeitet und darüber geredet. Und dann war klar, dass wir hier länger bleiben wollen und werden. Und bis jetzt läuft es gut. So Vertragsentscheidungen, die trifft man doch bestimmt immer in der Familie. Oder wie läuft das bei euch ab? Ja, so und nicht anders. Ich habe mein Team, meine Frau, mein Sohn. Wir entscheiden alles zusammen, wo es hingeht, wie lange es hingeht, ob es überhaupt hingeht. Und so war es hier auch. Es war nicht anders. Wir haben uns hingesetzt, alles ganz genau besprochen. Weil Luca, also mein Sohn, ist jetzt auch in einem Alter, wo er bald in die Schule geht. Und es ist immer einfach, wenn er ein Baby ist, dann packst du ihn einfach hier, Tragetasche und los geht's. Aber wenn er jetzt älter wird und ständig die Schule wechselt, ist, glaube ich, nicht so toll. Und deswegen, ja, es war einer der Gründe, wieso wir uns entschieden haben, hier auch länger zu bleiben. Ja, ich würde sagen, bis jetzt haben wir die Trainingshalle etc. gesehen. Du musst uns auch mal ein bisschen in den Kern der Stadt führen. So geht's hin. Jetzt gehen wir in die Crailsheim City. Ja, wir haben es geschafft in die Innenstadt Crailsheims. Was sind hier so deine Lieblingsspots? Wenn ich mal in der Stadt bin, wir haben hier ein paar Spots, wo wir allgemein sehr viel abhängen, essen. Vor allem die Jungs, die jetzt nicht unbedingt Frauen und so haben. Mhm. Wir haben Lieblingsitaliener da hinter uns. Dann haben wir Lieblingsgriechen. Ja, ich bin oft im Barbershop. Im Barbershop? Im Barbershop, ja. Den gucken wir uns auch noch an. Barbershop meines Vertrauens. Aha. Ansonsten Café Frank. Das ist, glaube ich, das bekannteste Café hier. Kaffee, Kuchen bei schönem Wetter. Ansonsten mal durchlaufen mit meinem Sohn Eis essen. Und zwar genau da hinten, wo man sieht. Man sieht es jetzt nicht. Okay. Das beste Eis der Stadt. Klein, aber fein. Klein, aber fein. So sieht's aus. In Crailsheim, ihr seid ja dafür bekannt, dass man auch oft so im ganzen Kollektiv, der ganze Club zusammen feiern geht, so wenn ein Sieg eingefahren worden ist. Wie schaut das aus? Wie läuft das ab? Ja, also wenn wir wirklich große Siege feiern und dann irgendwie eine Woche frei haben oder so, kommt es auch sehr oft vor, dass Crailsheim allgemein Partys veranstaltet oder Veranstaltungen macht. Wir haben einen sogenannten Hangar, wo wirklich auch Weihnachts- und Saisoneröffnungs- und Abschlusspartys stattfinden. Und ich meine, dieser Club ist mehr oder weniger darauf aufgebaut worden. Damals, früher, vor 30, 35 Jahren, da gab es immer nach dem Spiel, sind die Fans runtergekommen aufs Feld, ja, und bumm, da ging es ab. Ich habe ein paar sehr wilde und schöne Storys gehört. Zum Glück ist es jetzt nicht mehr so. Aber klar, man geht zusammen aus, man setzt sich hin, unterhält sich, der eine oder andere trinkt ein Bierchen oder was auch immer da getrunken wird. Ja, es ist halt immer an dem Abend und dann am nächsten Tag geht es wieder los, voller Fokus. Aber es ist auch schön. Ich meine, das ist vielleicht auch so ein Thema, worüber viele nicht sprechen wollen. Ja. Weil es halt so ein
ja, so Sportler hier, aber hey, wir sind auch Menschen, wir gehen auch aus, wir gehen auch feiern, wie jeder normale Mensch auch. Und, das gehört völlig hier, dazu. Genau, das gehört auch groß dazu. Alle gehen damit sehr offen, solange es natürlich in einem normalen Bereich bleibt. Ich meine, wir haben nur nette Jungs, die wirklich nicht wild sind, nicht wild unterwegs sind. Mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, gehen wir nicht mal so krass oft aus und dann setzen uns irgendwo daheim und gucken uns irgendwie was an oder ja, einfach daheim so eine, ja, so eine Small Group. Genau. Ja. Aber ja, in Crailsheim gibt es auch ein paar andere Möglichkeiten und Sehenswürdigkeiten als nur Basketball. Da sind auch rot. Ja, guck mal, wenn meine Ohren schon rot werden. Das ist so ein Zeichen. Hey. Sagt hallo. Hallo. Das fehlt. Kennst du noch viele von uns? Ja, ich habe Leuten auch alles. Guck mal, der ist die Kamera. Hallo alle. Hey. Ich habe mir sagen lassen von deiner Frau Jenny, dass wenn sie deine Jacke trägt von den Crailsheim Merlins, dass sie dann einfach im Bäcker einfach die Schlange skippen kann. Ja, das kann gut sein. Wir haben einen Bäcker, wo wir sehr oft hingehen, fast jeden Tag. Name-Dropping. Mack, Bäckerei Mack. Bäckerei Mack. Wir haben frische Sachen sehr gut und ja, da sind wir oft und mittlerweile kennen uns ja Leute. Also ich habe zum Beispiel schon oft, die haben so richtig geile Mini-Croissants für Kinder. Mhm. Da habe ich immer so welche für Luca mitbekommen. So, aber klar, da schmeißt man 2-3 Euro für, weißt du, Trinkgeld für einen Kaffee und so yes. Dann passt das auch schon wieder. Ist ein Geben und Nehmen, die Stadt so hier hält zusammen. Aus. 35.000 so Merlins, das war meine Lieblingsaussage so des Tages heute. 35.000 Merlins. Die Bonner sind da. Hey, coach first, I'm sorry. What a timing. Good to see you. Good to see you. All right. Kleine Welt. Aha. Good? Wie geht's dir, Mann? Alles gut. Auf jeden. Steppen wir mal in den Barbershop. Hast du sowas wie ein Ritual vor jedem Spiel, Haarschnitt, oder was, wie ist dein Rhythmus? Nicht vor jedem Spiel, wir spielen alle 2 Tage. Stimmt, ihr seid ja international. Aber, nee, aber was würdest du sagen? Ich habe einen Rhythmus so 1,5 bis 2 Wochen spätestens, komme ich immer her. Der gleiche Haarschnitt immer, es ändert sich nichts, wir wissen Bescheid. Zeit für die Key Facts, die Starting Five für Crailsheim. Auf der 1 im Nordosten von Baden-Württemberg liegt die große Kreisstadt mit 35.000 Einwohnern oder wie Boggy sagt, 35.000 Merlins. Auf der 2, der Community-Gedanke wird sowohl auf als auch neben dem Court großgeschrieben in Crailsheim. Crailsheim, Tradition im Blut, Innovation im Kopf, ist eine der Leitsätze der Stadt. Auf der 3, bekannt für ihre Turmanlagen, Kapellen, Kirchen, Rathausstörche und natürlich das Fränkische Volksfest. Auf der 4, Schlager-Hitstar Schürze mit dem Sommerhit Laila als auch Professional MMA-Fighter Michael Smolik kommen beide aus der Region. Und auf der 5, die Hako Merlins Crailsheim, seit 2018 in der Liga und der ganze Stolz der Stadt. Heimspiel Hako Merlins Crailsheim. Im Winter, du kommst in dem Look. Ja klar, logisch. Letzte Woche schon. Jetzt sind die Trikots rausgekommen, gleich gekauft und gleich anziehen. Jedes Heimspiel mit am Start? Meistens ja, wenn ich nicht krankbedingt zu Hause bin, dann schon. Ergebnis heute, Ex-Coach Isalo in der Haus. Ich schätze schon, dass wir gewinnen. Also vielleicht das zweite Drittel verlieren und die restlichen gewinnen wir. Heard it here first. Dankeschön. Yes. Stimme ist geölt. Ja, bis jetzt schon noch alles gut. Okay, du bist der? Ich bin der Robin. Ich bin der mit dem Megafon, der normalerweise hier guckt, dass die Leute hier ordentlich mitmachen. Ne? Ich will nur, dass die Halle leer macht, damit der Spieler an der Freiwurflinie am besten gar nicht trifft. Ja, also hier mal einen richtigen Hexentresse draus passt. I can't take no loss, I don't even know what it costs. I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah. I can't take no loss, I don't even know what it costs, yeah. I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah, yeah. Run it, run it, ooh. I really feel it's my time, think it's my year, yeah. Das war ja der Standortcheck bei den Hako Merlins Crailsheim. Sie verlieren gegen den Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn
haben sich aber nicht allzu viel vorzuwerfen, haben mit Herz gespielt. Das war's, der Standardcheck in Kreisheim. Peace out.